Hallo, was machen Sachen? Ich bin Vanu-chan und heute zeige ich euch das Programm OBS. Ihr möchtet also selbst Streamer werden oder ihr möchtet YouTube-Videos aufnehmen und wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt. Dann seid ihr hier genau richtig. Genau das kann nämlich das Programm bei mir hinten im Hintergrund. Und heute werde ich euch die Basics vorführen. Das ist quasi jetzt ein Einsteiger-Crashkurs für Streamer oder für YouTuber, die halt irgendwelche Sachen aufnehmen möchten oder streamen möchten. Ich selbst bin YouTuber. Ihr müsst kein YouTuber sein. Ich werde euch alles zeigen, was ihr halt auch als Real-Life-Streamer, YouTuber wissen müsst. Ich werde euch alles zeigen, die Basics. Wie kriegt ihr einen Desktop rein? Wie kriegt ihr eine Kamera rein? Wie kriegt ihr eine Audio rein? Wie kann ich hier und da ein bisschen was tweaken, dass selbst meine Ausrüstung die nicht so gut ist? Weil wer fängt schon an mit Hightech? Man fängt ja erstmal damit an, mit den Sachen, die man zu Hause hat. Eventuell ist das Mikrofon nicht so gut. Es ist vielleicht ein bisschen leise, das ist ein bisschen vielleicht Rauschen drin. All das werde ich euch zeigen. Dass, wenn ihr am Ende des Tutorials Bock habt, direkt einfach loslegen könnt, euer erstes Video aufnehmen könnt, euren ersten Stream starten könnt. Und ja, würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir von vorne an. Wo kriege ich OBS eigentlich her? Beschreibung natürlich unten verlinkt. Also der Link ist in der Beschreibung verlinkt. Es wird nicht besser, lassen wir es so. Hier bitte darauf achten, das Programm ist kostenlos. Bitte, bitte, bitte nehmt die originale Seite. Es gibt Drittanbieter, die OBS auch anbieten. Da ist aber gerne mal was mit drinne versteckt oder kann sein, dass da was mit drinne versteckt sein, das halt eurem Computer ausliest. Zum Beispiel, ich habe das jetzt schon durch Freunde erlebt, dass leider in solchen Sachen auch verschiedene Viren vorhanden sind, die sich dann halt eure Passwörter merken. Also bitte, bitte, bitte. Unten die Originalseite nutzt, das ist kostenlos, ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr die Originalseite nutzt. Ihr habt eher was zu verlieren, wenn ihr random Drittanbieter nutzt. Wie gesagt, Startseite und verlinkt. Und ich zeige euch einfach mal, wie die eigentlich so aussieht. Das hier ist die Startseite, ist jetzt ziemlich sehr unspektakulär. Ihr müsst euch nicht anmelden, etc. pp. Ihr habt direkt hier OBS Studio, neueste Version, Windows, Mac OS, Linux, das, was ihr nutzt. Ladet es einfach runter. Installiert den Quatsch und schon seid ihr fertig. Das ist nichts Kompliziertes. Ihr könnt bitte, bitte, AGBs Nutzungsbedingungen, auch wenn eigentlich keiner liest, sollte man vielleicht mal überfliegen. Ist immer ein guter Tipp. Generell gilt das für alles. Und dann habt ihr genau das hier oder fast genau. Ich habe, wie ihr seht, hier schon was vorbereitet. Denn, oh Wunder, Wunder, ihr seht da schon, bei mir steht Aufnahme. Ich nehme direkt mit dem Programm auf und wir machen das einfach live zusammen. So, ihr habt jetzt das Programm. Hier ist bei euch noch nichts drin, vielleicht eine Szene, die leer ist. Keine Ahnung, kümmern wir uns gleich drum. Wir wollen jetzt erstmal das verlinken. Den Part können die Leute, die nur für YouTube machen, überspringen, weil den braucht ihr erstmal nicht. Für alle Leute, die streamen möchten, wollen das vielleicht mit ihrem Twitch verlinken. Ich packe mich mal kurz zur Seite. Guck mal, ich bin geflogen. Da gehen wir auf Einstellungen. Und dann gehen wir hier auf Streams. Ich habe jetzt bei mir Restream drinne. Weil ich das über Multistreaming mache, sprich, ich streame gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Restream ist halt doch mal eine eigene Plattform, auf der ihr euch anmelden müsst, dass ihr das genau machen könnt. Die kostenlose Version ist für zwei Kanäle. Ihr könnt eine Premium-Version kaufen, da könnt ihr auf mehreren Kanälen gleichzeitig streamen, also YouTube, Twitch, Facebook, Kick und keine Ahnung. Standardmäßig sind zwei drinne. Ich werde euch das demnächst auch zeigen und ein separates Video dazu machen, wie zu vielen, vielen anderen einzelnen Sachen. So, ist jetzt aber vollkommen egal. Im Prinzip funktioniert es genauso wie bei Twitch. Ihr gebt hier eure Plattform ein, Restream oder Twitch. Ihr könnt das hier unterfangen. Ihr könnt auch direkt bei YouTube machen. An für sich komplett egal. Meistens gibt es hier einen. Ich habe bei mir jetzt Konto trennen. Gibt es ein Konto verbinden? Ihr meldet euch einfach mit eurem aktuellen Konto an und seid verbunden. Schwieriger wird es eigentlich nicht. Früher musste man noch einen Streamschlüssel machen, da kommt es immer auf die Seite drauf an. Aber heutzutage, gerade bei Twitch und halt das Restream, was ich nutze, Konto verbinden, alles erledigt. Wer möchte und vielleicht sich ein bisschen reinführen möchte, hier gibt es noch viel mehr Einstellungen. Darauf werden wir irgendwann mal zugehen. Wir wollen ja heute erstmal bei den Basics bleiben. Also Konto verbinden. Der Käse ist abgeschlossen und fertig und an für sich direkt startklar. Aber ihr werdet ja wahrscheinlich in eurer Seele noch nichts drin haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mit dem Desktop direkt startet, ob der schon vorhanden ist. Wir können aber hier mal eine neue Szene aufmachen, einfach auf das Plus. Auf das Plus. Okay, geduldig sein. Einfach Test. Okay, und jetzt ist das Bild schwarz. Ich habe in den Quellen noch nichts drin. Ist jetzt halt sehr unpraktisch wie das Video. Ich wechsle mal kurz zurück.
dass ihr auch was seht, was ich hier tue, weil das hier ist jetzt für uns wichtig. Ihr habt eine neue Szene. Das sind halt verschiedene vorbereitete Szenen, verschiedene, ja, Modis, wenn ihr so möchtet. Da könnt ihr euch zusammenbasteln, was ihr möchtet. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich nutze erstmal das hier, damit ihr seht, was ich tue. Wir gehen auf Plus. Wir brauchen einen Desktop. Und da steht auch schon die Bildschirmaufnahme. Da drücken wir drauf. Dann können wir hier ein neues erstellen, können es Bildschirmaufnahme lassen. Ihr müsst das halt am Ende nur finden. Ihr solltet Sachen einfach clever benennen, dass ihr wisst, was gemeint ist. Ich habe schon existierende Dateien, weil ich ja da schon mal eingestellt habe. Einmal für meinen Desktop und einmal für mein Grafiktablet. Das ist jetzt aber erstmal egal. Falls ihr mehrere Szenen aufmacht, macht es euch leichter, wenn ihr sagt, ich habe hier schon was voreingestellt. Das passt einfach schon so, wie ich das haben möchte. Wir fangen von vorne an. Wir nehmen Bildschirm. Okay. Dann kommt ein neues Fenster. Und wir lassen es einfach auf automatisch. Das andere ist jetzt erstmal für uns nicht so wichtig. Und hier unter Bildschirm könnt ihr einstellen, welchen Bildschirm ihr eigentlich haben möchtet. In meinem Fall, es gibt zwei zur Auswahl. Meinen Hauptbildschirm und mein Grafiktablet. Das ist halt einfach Cintiq 12WX. Das ist das Ding, so heißt das. Wir bleiben einfach bei dem Bildschirm. Und ihr könnt einstellen, wollen wir die Mausanzeige haben? Ja, nein. Und wenn ihr fertig seid, okay. Und tada, der Bildschirm ist da. Und ihr seht, ich bin verschwunden, weil der Bildschirm hier oben drauf ist. Sprich, wer ein bisschen schon mit Grafikprogrammen sich auskennt, immer das, was oben in der Leiste ist, ist auch oben drauf gelegt. Ihr müsst euch das quasi vorstellen. Ihr habt so einen ganzen Stapel und das erste Blatt ist jetzt der Bildschirm. Ist jetzt vielleicht für den Fall ein bisschen doof. VisiFace ist das Programm, womit ich meinen Avatar aufnehme. Also muss der Bildschirm unter das VisiFace und ich bin wieder da. Schau mal einer, guck. So, das mache ich jetzt ganz kurz bei unserem Test auch, damit wir frisch starten. So, ich bin wieder in meiner Testszene drin, habe den Desktop hier auch wieder reingemacht und wie man sieht, man hat den kompletten Desktop. Ihr könnt quasi direkt loslegen mit dem Aufnehmen. Alles, was ihr auf dem Desktop seht, wird halt auch aufgenommen. Kann jetzt auch sein, dass ihr sagt, okay, schön, aber das will ich ja gar nicht. Ich will gar nicht alles zeigen, was ich bei mir auf dem Desktop habe. Ich will vielleicht verschiedene Programme, die im Hintergrund laufen, die offen sind, damit sie la besser laufen. Gerade für die YouTuber ist das interessant, dass sie nicht gezeigt werden. Oder generell, mein Desktop soll nicht jeder sehen oder was ich unter Taskleiste oder keine Ahnung was. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Man will ja auch ein bisschen Privatsphäre haben und nicht der ganzen Welt mitteilen, was einem auf so einem Computer rumfliegt. Da können wir jetzt eine Fensteraufnahme machen oder eine Spieleaufnahme. Vom Prinzip her machen beide das Gleiche. Sie suchen nur nach verschiedenen Programmen. Also die Fensteraufnahme ist mehr dafür gedacht, wenn ihr ein bestimmtes Fenster machen mal zeigen möchtet. Gerade für die Leute, die Reactions machen möchten, ist das interessant. Ihr findet den Browser, den ihr nutzt, auch eher unter Fensteraufnahme wie unter der Spieleaufnahme. Das ist hier mehr so die Unterteilung von den Programmen, die geteilt werden sollen. Ich klicke es einfach mal an, damit wir es auch sehen. Wir haben hier die Fensteraufnahme. Könnt ihr auch anklicken, was ihr möchtet. Und das sucht dann hier auch wieder direkt. Was für ein Fenster eigentlich? Bei mir hat es jetzt halt random den Ordner gewählt. Ich habe jetzt gerade nicht so viel auf. Den Discord kann ich euch zeigen, mache ich vielleicht aber nicht. VisiFace ist drin. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt hier YouTube-Programme nutzen. Die meisten werden über Fenster auch gefunden. Aber alle YouTuber, ihr solltet YouTube-Programme am besten über die Spielaufnahme nutzen. Die hat nämlich noch ein kleines Feature, was das Fenster nicht hat. Das speziell für VTuber ganz interessant ist, es kann nämlich eine Transparenz, also einen durchsichtigen Hintergrund anzeigen lassen. Das kann das Fenster hier nicht. Aufnahme und Übereinstimmung ist jetzt nicht so wichtig. Falls ihr Probleme habt, ein bestimmtes Fenster zu finden, könnt ihr gucken, vielleicht sagen wir ansonsten Fenster desselben Programmes finden, dass ihr das vielleicht leichter so findet. Auch hier wieder Mauszeiger aufnehmen, ja, nein. Könnt ihr sagen, okay, und schon habt ihr den hier drin, könnt ihr hin und her ziehen. Wir können das kleiner, größer machen. Könnt ihr natürlich auch mit dem Desktop kleiner, größer, wie ihr das so braucht. Die snappen auch immer ganz schön an die Seiten ran. Können das hier auch festmachen, sollte ich vielleicht zeigen. Und zack, dann machen wir den mal weg. Holen wir uns den Spielaufnahme rein. So, schauen wir uns die Spielaufnahme an. Dafür habe ich, wie ihr seht, im Hintergrund erstmal ein Spiel gestartet. Sonst funktioniert das mit dem Zeigen ja ein bisschen schwierig. Gehen wir auch hier auf die Spielaufnahme, wo sie da ist. Machen uns hier eine neue Spielaufnahme. Ich mache es jetzt einfach Spielaufnahme 3. Ihr wisst ja, was gemeint ist. So, dann kriegen wir wieder hier ein neues Fenster. Wir gehen unter Modus bestimmtes Fenster erfassen, weil wir wollen ja ein bestimmtes Fenster erfassen. Und wir suchen unser Spiel. Das müsste hier irgendwo sein. Stardew Valley.exe, Stardew Valley. Zack, drücken drauf.
Und dann haben wir auch hier Stardew Valley. Was ich jetzt erstmal noch zeigen möchte, es ist das für die VTuber Interessante, das ich vorher erwähnt habe. Wir haben eine Transparenz in der Spieleaufnahme. Dazu gehe ich auf VC Face. Das ist das Programm, das ich nutze. Das bietet die Transparenz an. Ihr müsst halt schauen, ob das Programm auch Transparenz nutzt oder anzeigen lässt. VC Face tut das. Und dann gehe ich einfach hier hin. Transparenz erlauben. Zack. Oh. Transparenz ist weg. Ich bin durchsichtig. So habt ihr das erspart. Falls ihr das nicht habt, falls ihr Programme nutzt, die einen Greenscreen nutzen, zeige ich euch auch gleich, wie man den wegmachen könnte. Machen wir erstmal okay. Für alle, die keine Transparenz in ihrem VTuber-Programm haben, die warten kurz bei der Kamera, gehe ich nochmal kurz darauf ein, wie man einen Greenscreen auskeyen kann, dass der Hintergrund weg ist. Und gehen wir auch direkt zur Kamera über. Drücken wir auch hier aufs Plus. Und wir brauchen das Videoaufnahmegerät. Sagen vielleicht einfach Web. Okay. Und sagen, okay. Das kann sein, dass es direkt die Kamera findet. Es geht nach dem Alphabet. Bei mir findet es immer das Anime's Visual Camera, also die visuelle Kamera. Ich brauche aber meine Kamera. Das ist HD Pro Webcam C920. Oder OBS kann ich selbst finden. Das ist immer ganz lustig. Je nachdem, wie eure Kamera heißt, müsst ihr danach suchen. Wenn nicht, einfach anklicken und gucken, was passiert. Die muss natürlich auch eingestöpselt sein in einem USB-Port. Wie ihr seht, ich habe jetzt einfach mal hier ein niedliches View. Wunderschön. Wir lassen hier auch erstmal den Gerätestandard drin. Was noch interessant sein kann, ist das vertikale Spiegeln. Je nachdem, wie ihr euer Setup aufsetzen könnt, kann es vorkommen, dass ihr eure Webcam auf dem Kopf machen müsst, weil ihr die da leichter befestigen könnt. Ich hatte den Fall. Ich hatte meine Kamera, weil sie sonst zu tief liegt, auch gerne mal an meinen Monitor angeklebt, weil der an der Wand hing und das war so eine bessere Höhe wie auf den Monitor obendrauf. Kann man hier sagen, vertikal spiegeln und das ganze Ding ist auf dem Kopf. Sprich, es wäre dann richtig herum. Das hätte ich gerne früher gewusst. Alles andere ist jetzt halt erstmal, lassen wir es für den Standard erstmal okay. Wer sich ein bisschen mehr beschäftigen möchte, kann natürlich auch ein bisschen mehr gucken. Aber hier haben wir jetzt die tolle MioCam. Oder eure Webcam, die könnt ihr, wo auch immer die ihr hinpacken möchtet, könnt ihr die platzieren. Wir machen es mal hier oben hin, ein bisschen Maskottchenmäßig, kleiner, größer, wie ihr möchtet. So, kommen wir jetzt kurz zu Greenscreens, weil wir ja gerade bei Kamera waren. Man hat ja vielleicht einen Greenscreen, sei es auch nur, wenn man eine farbige Decke hinter sich hat. So eine Filzkolte aus dem Kick ist ja auch immer ganz gut dazu gebrauchen. Die ist recht groß und sehr einfarbig. Könnt ihr gerne nutzen. Wir wollen den auskeyen. Oder auch für die VTuber, die keine Transparenz im Hintergrund haben, möchten das vielleicht auch nutzen. Man kann das eigentlich in jedem Fenster genauso nutzen. Ich habe jetzt halt hier kein Grün. Ich zweckentfremde jetzt einfach mal ein anderes Fenster. Ich mache hier einen neuen Bildschirm auf. Wenn ich finde, Bildschirm. Und sage, ich möchte mein Tablet haben. Mein Tablet. Ach so. Ja, nee, sind die da. Okay. Hier habe ich einen wunderschönen Greenscreen. Dann muss ich einfach hier auf mein Tablet gehen. Rechtsklick. Dann unter Filter. Dann geht ein neues Fenster auf. Und ich kann hier Filter hinzufügen. Ich mache mein Plus. Und wir brauchen den Chroma Key. Sagen okay. Und er hat Standard auch schon direkt grün ausgewählt. Wir können hier andere verschieden. Wir können auch eine benutzerdefinierte Farbe und hier eine Farbe aussuchen, die wir da vielleicht brauchen. Meistens wird es grün genutzt, da man ja selbst am Körper wenig grün hat. Und auch hier sieht man, alles, was grün ist, ist ausgewählt und nicht mehr vorhanden. Wir können das natürlich auch anpassen, je nachdem, mehr oder weniger. Glätte, da könnt ihr ein bisschen dran rumspielen. Je nachdem, was ihr für einen Farbton habt, könnt ihr hier ein bisschen dran rumspielen, um zu gucken, dass ihr das für euch perfekt habt. Es gibt hier keine eine für alles Lösung. Jedes Setup ist ein bisschen unterschiedlich, was Beleuchtung angeht, was den Farbton angeht. Spielt hier ein bisschen den Settings rum, bis ihr zufrieden seid. Wenn ihr dann fertig seid, macht ihr zu und fertig. Und schon habt ihr das immer hier drin. Ganz praktisch. Und ja. Wir brauchen es nicht, entfernen wir es, sagen, okay, weg damit. Damit sind wir bei den Quellen jetzt erstmal durch. Wir haben jetzt immer Videoformat vorhanden, wir haben Desktop, wir haben eine Spielaufnahme oder eine Videoaufnahme, wir sind in die Kamera
gewesen. Wir haben dann Greenscreen ausgekeyt. Für den Anfang reicht das erstmal. Man kann natürlich noch viel, viel mehr da einfügen, aber das gibt es in späteren Videos. Gehen wir jetzt von Bild zu Ton. Der wird meistens direkt gefunden, wenn ihr den einstöpselt. Wir haben standardmäßig eine Desktop-App. Eure ganzen Spiele laufen auch mit über den Desktop. Hier an den Regler könnt ihr einstellen, ob laut oder leiser. Gleiche gilt fürs Mikrofon. Falls ihr mehrere Mikrofone habt, hier auf den Doppelpunkt drücken, dann unter Eigenschaften, dann könnt ihr euch das aussuchen. Was für ein Mikrofon? Ich habe hier einmal mein Webcam-Mikrofon, was jetzt nicht so gut ist, und mein normales Mikrofon, da kann ich mir das aussuchen. Versucht bei Standard erstmal wegzukommen. Falls ihr nämlich Geräte umstöpselt und habt das in Standard drinne, müsst ihr das hier wieder suchen. So findet er meistens euer Gerät wieder, selbst wenn ihr das umstöpselt. Falls ihr halt auf Nummer sicher gehen wollt, guckt ihr einfach nach und sagt okay. So, jetzt kann es sein, für alle Leute, die das noch nie gemacht haben, die noch nie ein Mikrofon angeschlossen haben, dass euer Mikrofon sehr leise ist. Das ist so ein Ding, das Windows immer macht, weil euer Mikrofon ist lautstärkemäßig nie auf 100% eingestellt, sondern um den Dreh meistens um die 60. Und bevor ihr hier irgendwas anderes anpasst, ändert das erstmal in euren Windows-Einstellungen. Die findet ihr unter Einstellungen. Unter den Sounds. Dann unter Eingabe, Mikrofon, Lautstärke. Und dann dreht ihr die auf 100. Und dann ist euer Mikrofon lauter. Wie gesagt, standardmäßig macht Windows die so um die 60. Volle Möhre aufdrehen. Und dann habt ihr schon ein lauteres Mikrofon. Meistens ist es das immer, wo es dran hängt, wenn ihr wirklich direkt neu startet, weil Windows seltsam ist und denkt, ihr seid aus Prinzip immer schreihells und schreit permanent ins Mikrofon oder so, keine Ahnung. Falls es dann wirklich immer noch zu leise ist, kann man jetzt Filter hinzufügen. Oder wenn ihr einen Rauschen drin habt oder generell irgendwelche Geräusche im Hintergrund sind, haben wir auch hier unter den Doppelpunkt verschiedene Filter. Und können das machen. Ich habe hier bei mir auch immer eine Rauschunterdrückung drin, ist ganz gut. Denn so eine Rauschunterdrückung filtert nicht nur einen Rauschen aus, wenn ihr zum Beispiel ein schlechteres Mikrofon habt und habt das lauter gedreht, als es eigentlich soll, sondern ist es auch ganz gut gegen Straßengeräusche. Ich wohne hier an der Hauptstraße und durch die Rauschunterdrückung werden diese Geräusche auch mit rausgefiltert. Es kann halt sein, dass ihr ein bisschen anders da klingt. Da müsst ihr für euch abschätzen, was für euch in der Situation am besten ist. Probiert das aus, nehmt einfach mal ein paar Sachen auf, indem ihr einfach ins Video quatscht und guckt, wie es klingt. Falls ihr hier trotzdem noch zu leise seid für euren Geschmack und ihr habt hier schon alles aufgedreht, gibt es auch hier eine Verstärkung. Und dann könnt ihr hier auch eine Stärke. Aber bitte, bitte hier in langsamen Schritten vorgehen. Dann halt auch selbst auf Aufnahme gehen, was reden, gucken, ob es funktioniert. Und dann halt nach und nach einstellen. Das ganze Audio-Ding ist immer ein bisschen friemelig und schwierig. Und so könnt ihr das für euch einstellen. Auch hier gibt es keine eine für alles Lösung. Jedes Setup ist anders. Jeder hat eine andere Technik im Computer, ein anderes Mikrofon. Das arbeitet immer ein bisschen anders damit zusammen. Hat auch eine andere Hintergrundakustik. Seid ihr in einem offenen, großen Raum, der hallt. Seid ihr in einem kleineren Zimmer, hallt nicht so. Ist das Zimmer vollgestellt, hallt es auch nicht so. Ist wenig drin, hallt es ein bisschen mehr. Wie gesagt, es gibt keine alle für eine Lösung, es ist auch viel persönliche Präferenz. Versucht euch aus, testet ein paar Sachen und findet für euch das Beste. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon, weil mehr braucht ihr für den Anfang nicht. Ihr habt alles eingestellt, alle Basics, die ihr erstmal braucht, um direkt einfach loszustarten. Ob ihr ein Video aufnehmen möchtet, ob ihr direkt streamen möchtet. Ihr könnt dann einfach hier auf die Seite gehen, direkt sagen, Stream starten. Oder Aufnahme starten, in meinem Fall beenden, ist, wenn das Video vorbei ist, drücke ich da drauf und ist fertig. Falls ihr das hier irgendwie nochmal umstellen möchtet, ihr könnt das immer nach und nach, wie ihr das braucht, verändern. Auch wenn ihr Doppelklick drauf macht, kommt ihr nochmal in die Fensteraufnahme, um halt verschiedene Sachen einzustellen.
Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da werden wir in späteren Tutorials nochmal drauf zu sprechen können, was man mit einzelnen Sachen anstellen können. Das war jetzt nur die Basics, der Startkurs sozusagen. Und wenn euch das Video geholfen hat, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Sachen wissen möchtet, haut mir doch mal in die Kommentare, was ihr wissen möchtet, was euch gefallen hat. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne mal auf anderen Social Media anhauen, wird ja gerne mal gemacht. So bin ich auch auf diese Tutorial-Reihe gekommen, da ich letzte Zeit viele Auftraggeber hatte, die bei mir verschiedene Sachen im Auftrag gegeben haben und gar nicht wissen, wie sie das einstellen können. Also freut euch auch ein bisschen mehr auf ein paar OBS-Sachen, damit ihr auch einfach neue Streamer, neue YouTuber haben und eine große Happy Family werden oder so. Generell, falls ihr Fragen habt oder so, oder einfach einen Buddy sucht, kommt ihr auch gerne mal auf meinen Discord vorbei. Da sind immer auch gerne mal Leute unterwegs. Wir sind nicht viele, wir sind ein paar wenige, aber vielleicht werden ja mehr. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, vielleicht ein Abo da lassen, Kommentar da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video.